Willkommen zurück zum 19. Teil Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, wir wollen uns heute an die Blutfliegen machen. Und da. Oh, toll, da ist schon eine. So, die lassen wir uns aber nicht entgehen. Und beim letzten Abspeichern habe ich sie wohl übersehen. Aber es ist jetzt mal ein bisschen entspannender, weil die Blutfliegen ja einfach zu killen sind, hoffe ich. So. Super. Da ist nicht zu holen. Richtig. Haha. Schön. Also, das ist jetzt der dritte Teil von Aufräumen. Und ja, da ist noch der Keiler vom letzten Mal. Ich werde an dieser Stelle nochmal noch was hinzufügen. Und zwar wurde ich, nee, bin ich auf die Idee gekommen, mal anzuzeigen in dem Menü hier, und zwar in diesem hier. Das wollte ich in dem 18. Teil machen, habe ich leider vergessen. Jetzt muss ich es im 19. machen, beziehungsweise werde es auch machen. Es geht um allgemeine Infos. Also, da steht ja auch das Tauchen. Fred hat mir erklärt, wie man schwimmt. Und vor allem wichtig ist das Skillen des Helden, was man gleich zu Anfang sieht, wenn man mit Gunther spricht. Da steht drin, damit du in Odyssey jede Schwierigkeit meisterst, solltest du von Beginn an gleichmäßig Stärke, Geschick und Leben skillen. Deine Lebenspunkte kannst du dir aber im ersten Kapitel nur über Tränke oder an einem Schrein erhöhen. Oh. Erst im zweiten Kapitel wirst du einen Lehrer hierfür haben. Also des Weiteren, ne? Was? Des Weiteren, ne? Okay. Kleiner Schreibfehler. Wird Armbrust für das erste Kapitel benötigt. Auch Schlösser knacken, Jagdtalente, Taschendiebstahl, Mana, Magie. Sollte man früh lernen, da es mehrere Quests gibt, wo man dies benötigt. Man sollte daher am besten immer ein paar Lernpunkte aufheben. Gut. Spruchrollen anfertigen. Also unter allgemeinen Infos hier, ne? Also da gibt es immer wichtige Sachen, wenn man nicht weiß, wo man lernen soll und so weiter. Wir machen jetzt weiter, und zwar mit Bloodflies. So, wir werden jetzt die Blutfliegen mal hier säubern. Hier müssen noch irgendwelche sein, aber ich werde erstmal hier. Also hier hinter dem Felsen müssen irgendwie noch Lurker stecken. Wahrscheinlich in der Höhle oder so. So, Blauflieder. Also, ich habe nämlich in der letzten Folge hier so ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt geht's weiter. Also ich glaube auch. Okay. Hä? Wieso ist denn der hier schon tot? Sachen über Sachen. Wahrscheinlich haben sie den hier hingespawnt, als ich den auf dem Dach erledigt habe. Kann auch sein, man weiß es nicht. Kind. So, Blutfliegen. Ja gut, okay, die ist auch tot. Ja. Hä? What the hell? Also ich weiß doch, hier gab es doch jede Menge Blutfliegen, die hier noch rumflogen. Ja, das sind Goblins. Darf ich mal erfahren, warum das jetzt so ist? Nö. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja. Sehr komisch, warum ist das so? Ich werde mal spa. Nee, wenn ich speichere, sind sie ja kaputt. Ich werde noch mal laden. So, jetzt bin ich wieder zurück. Da ist die Blutfliege von gleich zu Anfang an, die ich getötet habe. Ja, jetzt. Ein Goblin? Da hinten sind sie wieder. Oh Leute, ich bin so froh. Also das war echt komisch eben. Ja, ist gut. Das war echt ganz komisch, weil. Okay, komm. Ab und zu hilft mal wieder neu laden. Obwohl, Moment, da liegen auch zwei Tote rum. Oder noch mehr. Also mir kommt es vor, als wäre da noch viel mehr gewesen. So drei, vier. Bisschen Abstand nehmen, nicht, dass die Gobbos mich abfassen.
Super. Und schack, kaputt du bist. Immer kaputt du bist. Du willst mich stechen? Tja, ich hab mein Mückenspray in Form von einer Nagelkeule dabei. So. Na, jetzt richtig. Bumm. Bumm. Sollen wir ein bisschen zurückgehen? Bumm. Tschack. Ah, shit. Hallo? Ja, ist gut. Okay. Gut, mal sicherheitshalber mal eine Runde mampfen, ne? Was ist da? Also Muschelfleisch, saftiges Muschelfleisch, 20 Lebensbonus, ne? Ich glaube, jetzt habe ich das schon wieder. Also in der 18. Folge habe ich das nicht mehr gehabt. Wo ich sagte, so von wegen hier, nach das Raben-Systempack deinstallieren und nochmal Systempack für Odyssey drüber installieren, das hat nicht geklappt. Also, Problem noch nicht ganz gelöst. Um das nochmal an dieser Stelle zu erwähnen. Das macht mich jetzt echt fertig. Hier ist irgendwie, weiß ich nicht. So habe ich es aber nicht verlassen. Und das war jetzt nur eine Blutfliege oder was? Oder wie? Da hinten ist auch noch ein Lurker. Ja, hier haben wir Gobos. Nee. Also ich habe nichts zwischendurch gemacht. Sowas Beklopptes aber auch. Ich dachte, ich könnte jetzt hier wunderbar irgendwelche Erfahrungspunkte machen. Nein, kann ich nicht. Sowas Deppertes aber auch. Und was mache ich jetzt? Hier liegen Gobbos rum. Die ich nie tötete. Oder habe ich welche getötet? Nein. Eben nicht. Also. Das finde ich jetzt aber echt, echt seltsam. Oh, seltsam hier. Ja, selbst er guckt mal hier auf seine Flasche. Hubert. Ja, das finde ich jetzt aber echt merkwürdig. Wie kann das? Wie kann das? Ich habe eine Idee. Vielleicht. Er sollte lieber den Mund halten. Dorothee. Diese Tratstand. Er sollte lieber den Mund halten. So, das ist die Jutta. Ich glaube da nicht dran. Er erzählt alles weiter. Ich muss auch an Dietrich kommen. Ich werde mal eine Runde pennen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Vielleicht tut sich da irgendwie was. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Also Bett wird auch nicht angezeigt. Nicht in allen Fällen, aber egal. Wir wissen, dass wir da schlafen können. Oh, jetzt kommen da welche wieder rum. Ritter, Ritter, Ritter. Jetzt gehen wir wieder zurück und gucken mal. Das geht ja gar nicht. Ich brauche Erfahrungspunkte. Könnt ihr noch Scavies auf der anderen Seite, also genau da hinten am anderen Ende, könnte ich auch noch jagen, beziehungsweise töten. Aber dann muss ich einmal eine Runde schwimmen. Muss ich wieder raffen und überhaupt. Nö, die sind hin. Also ich weiß, ich habe keine zwei Gobos getötet, oder? Sehr komisch. Sehr komisch. Das ist doch schließlich sehr mysteriös. Rios, ja, nee, an die brauche ich mich gar nicht rantrauen, oder? Ich versuch's mal. Ach, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Muss mich vergewissern, ob ich... Ja, habe ich angezogen. Schäferhut und das Amulett der Lebenskraft. Okido. Hä? Gefühl, ich würde zwei hören. Ah, da sind auch zwei. Shit. Ja, das wird doch nichts. Nee, das wird nichts. Das waren ja zwei. Okay, ein Versuch starte ich nochmal. Da hinten ist einer schon am Kommen. Okay.
Wenn er zu weit weggeht, sonst haut er wieder ab. Also wenn du mit seinem Knüppel da... Jetzt kommt er gleich, der... Stopp mal. Nee, das sind zwei. Wird nix. Abhauen. Aber ich will ihn ja nicht in die Arme tragen. In die Arme jagen. Perfekt. Habe ich sie erstmal abgehängt. Dann kann ich erstmal in Ruhe hier Heilpflanzen, die hier noch irgendwo waren, pflücken. Waldbeere. Oder auch was. Aber schau mal an, die gehen gar nicht mehr zu ihrem Punkt zurück. Moment mal. Gobbo, ein Gobbo. Doch gehen. Die Ette hier, Ette. Ette könnte man packen. Oh je, das wird lustig. Ette könnte man wunderbar packen. Oh. Kaufen Sie Blender Dunteln. Die Zahnpaster, damit Sie auch noch kraftvoll in Heilkräuter beißen können. So. Es war Muttertag und ich habe ihr Blauflieder mitgebracht. Und hat sie sich gefreut? Nee, hat sich nicht gefreut. So, aus der Ferne sah ich schon mal, dass sie wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurück sind. Nee. Wir wollen Boggen. Wir wollen Nagelkeule haben. Am besten. Sorry. Am besten den Lurker nehmen, der wo. Und den Popo. Der Gobbo mit dem halbnackten Popo. Bist du das? Das sind wieder zwei. Nee, das ist wieder der andere. Gut, okay, dann machen wir mal die gleiche Strategie. Hier scheint es sauber zu sein. Ich habe hier den Keiler. Ah, da sind noch ein paar. Ja, Lurkerchen. Da springe ich dem Lurker einfach mal so in die... Ja, wieso nehme ich nicht gleich das da, um mich zu regenerieren? So. Kann auch sein, dass sie wieder hochklettern. Nicht wieder, sondern dass sie es... Schnäbelkraut. Ach, hier. Geschwindigkeitskram. Kennen wir. Here we go. Ich verstehe mal, here we go. So. Here we go. Also, verstehe ich das. Here we go. Again. So. Ah, shit. Ich hätte springen müssen. Das wird ein Gejumpy hier. Da sind die auch noch zusammen. Das bringt nichts. Muss ich da Abstand kriegen? Oh, schau mal. Okay. Und ist er spannend. Perfekt. Ich will den einpacken, der schon angegriffen ist von mir. Es sei denn, er mampft sich da drüben voll und regeneriert sich. Das will ich ja mal nicht glauben. Ich muss jetzt mal gucken, welcher das war. Das war, glaube ich, der hintere. Genau, richtig. Dann nehme ich ihn mal gleich. Hier, da. Bei Goros.
Okay, das sieht so aus, als könnte ich einen... Also ich habe nur noch einen Pfeil in meinem Reservoir. Okay, der andere ist auch schon verletzt, aber der ist verletzterer. Das kam. Erstmal im Auge behalten. Der überholt den anderen. Ja, jetzt los, komm. Jetzt haben mich wieder beide erschnuppert. Leute, das wird echt übel. Ja. Komm. Boah, jetzt kommen beide zusammen. Jetzt bleibt auch noch hängen, ich Sack. Oh, ich hab hier so eine. Konzentration ist angesagt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ein Gobbo haben wir. Getötet. So, Moment mal. Wo ist denn der andere? So, schnell speichern. Oben ist er. Na, das ist ja eine raffitückische Heinz. Aber mal gucken. Ich gehe mal wieder in meine Ecke. Na? Ach, jetzt tanzt er da oben rum. So. Da macht er sich hin. Okay. Kann sich noch nicht so entscheiden, ne? Gott sei's gepriesen und gedankt. Wisst ihr, der hat einen Fisch gehabt. Mann. Okay. Nee, ich hab's, was ihr wahrscheinlich nicht gesehen habt, ich hab's zigmal versucht und ich hab's immer ein bisschen schwächen können. Und nur so geht das. Ist zwar langwierig, ne? Aber sage ich jetzt mal, 20 Folgen später mache ich Schnips und sind sie weg. So. Nicht zu holen. Da war nichts. Gut. Aber irgendein Gobbo hatten wir da. Ist ja lustig dahin. Hatten wir da noch hier unterwegs noch gekillt. Aber diese vielen Blutfliegen, habe ich die wirklich alle gekillt in der letzten Folge? Muss wohl. Was? Wo war denn der andere Gobbo? Der war ja, ach ja, der war ja hier mehr in der Richtung. Man hat dann nur so nicht zu holen. Zu holen. Aber das ist unser Keiler. Hier haben wir noch ein Feuernessel. Und da war dann noch was. Ja, Feuerkraut. Feuerkraut, wenn du es nicht schaffst, dass er dich umhaut. Wo ist denn jetzt der Gobbo? Der Gobbo mit dem nackten Popo, den ich als erstes jetzt... Der muss doch hier liegen. Wo liegt denn der? Da hinten? Ah ja, da hinten.
Nee, auch nicht. Lurk, Lurker. Nee, so nah habe ich den Gobbo hier nicht getötet. Mal. Hallo? Navi, wo bist du, Navi? Okay, machen wir wieder diesen Zickzack-Kurs. So, das sind die beiden. Das ist mir echt Rätsel. Mal Pflänzle. Hat dann noch so Lurker. Okay, gehen wir hier mal durch. Die enge Baumgruppe. Menno, Menno. Ah, im Wald ist es schön. War letzte Woche mal wieder durch den Wald. Einfach mal Kräfte sammeln, das ist cool. Und ich würde nur jedem empfehlen, wenn ihr irgendwie in der Nähe einen Wald habt, nutzt es, gerade zu dieser Zeit. Ja. Wo ist der andere? Wo ist der erste Gobbo, den ich killte? Wo ist der hin? Also irgendwas stimmt noch nicht so. Ja, das ist jetzt aber nicht so schlimm, weil ich auf jeden Fall Erfahrungspunkte habe. Und jetzt schauen wir mal nach, wie viele Erfahrungspunkte wir denn letztendlich haben. Ach du Scheiße. Auch noch. 835. Da habe ich mich voll vertan. 835 brauche ich. Ja, was jetzt? Der Gobbo ist weg. Also bei den Lurkern, Moment mal, habe ich denn noch Pfeile? Also erlege ich das Ding an. Ach ja, ich habe ja noch Pfeile. Da. Nee, das ist das Pärchen. Gut. Dann probieren wir mal was aus. Einfach mal gucken. Nee, das sind große. Oh, nee, 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 nee. Aber der hier, der ist zu packen. Der junge Athanos-Lurker. Also in der letzten Folge habe ich irgendwie 1000 Punkte unterdrückt. Das ist mir jetzt auch aufgefallen. So, habe ich noch eine Feuernessel hier zu finden? Ja. Hier ist auch noch was. Genau, richtig. Jo. Also. Nee, erstmal. Mamfi, Mamfi, Mam. Athanos-Lurker, Athanos-Lurker. Oh, wo ist der Junge? Ich hab den Jungen doch. Oh, da hinten ist was. Da ist ein Athanos-Lurker davor. Aber da kann ich hochklettern. Was heißt das? Ah, ich hab eine Idee. So, ich hab doch irgendwie Snapperkraut, ne? Nee, Mondschatten. Heilkraut. Oh. Stopp. Da sind auch noch zwei Stück. Shit. Da oben sind Goblos. Ja, da brauche ich gar nicht hochklettern. Dann brauche ich diese Idee gar nicht machen, die ich eben hatte. Ja. 1000 Punkte unterschlagen, völlig übersehen. Dachte, ich hätte noch was. Gut. Ich muss kontemplieren, Leute. Da gucke ich mal, was es hier zu holen gibt. Vielleicht gibt es hier irgendein verstecktes Versteck. Nee. Nee.
gucken, ob wir hier hinkommen. Irgendwie hier ganz witzig. Zwar. Nee. Nee. Da macht er Salty. Mann, Mann. Ich guck mal, ob ich übers Haus da in die Ecke komme, wo ich was finden kann. So. Nee. So hinstellen. Nee, jetzt macht er wieder ein Salto. Ja. Nee, auch nicht. Nein, da komme ich nicht hoch. Da kommt er nicht hoch. Da komme ich also nicht hoch. Mhm. Das heißt, das Haus bietet mir auch irgendwie keinen First oder irgendwie einen Vorsprung, wo ich hochkommen könnte. Es sei denn, wieso denke ich so kompliziert? Nö, da kommst du ja gar nicht hin. Stopp. Nee. Hm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich... Nee, da kommst du gar nicht hin. Nee, das ist auch zu kliffig. Ja. Dietrige habe ich keine mehr. Ich muss mal irgendwie gucken, ob mir irgendwie jemand noch was verkaufen kann. Oder ich noch... Okay. Oder ich noch irgendwie wem was verkaufen kann. Ach ja. Weißt du was? Ich habe da meine eigene Meinung. Ich werde jetzt nämlich einfach mal ganz einfach hier mal die Sachen hier mal stibitzen. Ich habe so einiges gehört. So. Nee, ich glaube, Jutta verkaufe ich keine Waffen. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Zitrierer Ritter. Leute gehört. Das ist doch nichts Neues. Und hier ist ein kleiner Turm. Halt nicht alles glauben, ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, ja, das ist klar. Mal gucken, ob es noch irgendwelche Ratten gibt. Ich habe da meine eigene Meinung. Nee, die habe ich alle schon gekickelt, gekillt. Meine Meinung will ja keiner hören. Gut, da kommen wir nicht weiter. Das sind die beiden Waffenknechte. Ist doch wahr. Ja. Daran wird sich nie etwas ändern. Götzi, Mausi. Nee. Ja. Lass uns erst mal abwarten, was daraus wird. Er stellt sich das immer so einfach. Okay, bis zum 20. Teil. Bin ich so weit gekommen, wie ich wollte. Warum jetzt auf einmal die Gobbos alle, also, nee, die Blutfliegen plötzlich verschwunden, beziehungsweise schon tot da lagen, weiß ich nicht. Und dummerweise haben wir wieder hier den Fehler. In der 18. Folge trat der nicht auf. Ich habe nichts geändert. Er ist wieder da, der Fehler. Da müsste man noch untersuchen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Schreibt Kommentare. Wie immer, und da kommt Charlotte, ne? Ja. Und gebt mir einen Daumen, ne? Und bis zum nächsten Mal. Bis zum 20. Teil. Tschüss. Und einen Daumen hoch.